Typ namens Ignaz Semmelweis. Aha. Geboren im heutigen Budapest, trug er einen Schnurrbart-Swag und war Arzt in Wien. Super fresh. Ah, hier, dieser Dude war okay. Auf jeden Fall hatte er irgendwann eine gute Idee. Er meinte, Ärzte sollten sich besser die Hände waschen, bevor sie sich an die Arbeit mit den Patienten machen. Gute Idee! Denn in der Klinik starben immer wieder junge Mütter kurz nach der Geburt am Kindbettfieber. Und er bemerkte, dass die Sterberate höher war auf der Etage, auf der nicht Hebammen, sondern Ärzte waren. Sie kamen oft direkt vom Leichensitz hier. Er meinte, das sei der Grund, warum diese Scheiße passiert. Er meinte, so könnten sich die Mütter sehr leicht infizieren. Nur leider hat diese Theorie damals keinen interessiert. Er war frustriert. Die meisten seiner Kollegen meinten so sinngemäß, er solle aufhören, Scheiße zu reden. Spekulativer Unfug, ja, das sagten sie so. Als man begriff, er hatte recht, war er 2 Jahre lang tot. Guck, wir sind die klügsten Geschöpfe. Guck, ich kenn keine klügeren Köpfe. Guck doch mal, wie klug wir sind jetzt. Guck doch mal, wie wir sind alle super klug. Wir sind alle super klug. Guck, wir sind die Krönung der Schöpfung. Die schönsten Geschöpfe. Guck doch mal, wie schön wir sind jetzt. Guck doch mal, wie wir sind alle wunderschön. Wir sind alle wunderschön. Es war einmal, what? Vor etlichen Jahren, ein Typ, der in Harvard Professor war, namens Edward Clark. Yeah. Und wie das damals üblich war, trug er ein Swaggy Bart, etc., etc. Auf jeden Fall schrieb er einen Bestseller. Und der war sowas wie sein Lebenswerk für die damals junge Emanzipation, sowas wie die Gegenwehr. Check. Denn in dem ganzen Buch sagte er lediglich, die Frau sollte nicht studieren, weil es für sie schädlich ist. Aha. Denn dafür so viele Informationen aufzunehmen, what? Sei das weibliche Gehirn einfach nicht ausgelegt. Aha. Und außerdem, Frauen, die zu viel denken, würden dadurch nur ihr Blut verschwenden und so ihre Gebärmutter zerstören. Mädchen könnten entweder lernen oder Mutter werden. Frauen mit Kinderwunsch stellen ihre kognitive Leistung also lieber in den Hintergrund. Nur nicht kompliziert denken und so. Vor allem nicht während der Menstruation. Von diesem Buch hat er eine Menge verkauft. Noch lange nach seinem Tod haben ihm die Menschen geglaubt. Guck, wir sind die klügsten Geschöpfe. Guck, ich kenn keine klügeren Köpfe. Guck doch mal, wie klug wir sind jetzt. Guck doch mal, wie wir sind alle super klug. Wir sind alle super klug. Guck, wir sind die Krönung der Schöpfe. Guck, wir sind die schönsten Geschöpfe. Guck doch mal, wie schön wir sind jetzt. Guck doch mal, wie wir sind alle wunderschön. Wir sind alle wunderschön. Die Krone der Schöpfung, der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung, der Schöpfung, der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung. Wir sitzen auf dem Thron, wir sind Götter. What?